Bitte. Frau Präsidentin, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir stehen heute hier nach dem erschütternden Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, durch den zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Und wir stehen heute auch hier durch den furchtbaren Anschlag in Hanau, der 10 unschuldigen Opfern das Leben gekostet hat. Wir stehen hier aber auch nach Volkmaßen, wo über 60 Personen verletzt wurden. Wir möchten an dieser Stelle allen Angehörigen und Freunden der Opfer unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. In Gedanken sind wir bei Ihnen. Dass solche furchtbaren Anschläge, Herr Mayer, jedoch von Ihnen in den Medien dazu instrumentalisiert werden, einen politischen Gegner zu bekämpfen, das schockiert uns fast ebenso. Überall, wo Vertreter der AfD reden, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die AfD einen friedlichen, einen demokratischen Weg sucht, ohne Gewalt. Wir distanzieren uns ausdrücklich von Gewalttätern jeglicher Couleur, links, rechts oder islamistisch. Wir haben schon immer alle anderen Parteien aufgefordert, geschlossen gegen Extremismus aus allen Richtungen vorzugehen. Wenn Sie nun den Attentäter von Halle, einen geistig gestörten Antisemiten, der laut Bundesregierung auf Anfrage Ihrer Fraktion, der Grünen Fraktion, Herr Mayer, keine Kontakte in die rechtsextremistische Szene hat, oder einen Tobias Ehr, der schon polizeilich bekannt war und der Bundesanwaltschaft sein sogenanntes Manifest bereits in leicht gekürzter Fassung im November 2019 zukommen ließ. Wenn Sie das der AfD anlasten wollen, dann lenken Sie von den wahren Hintergründen der Täter ab, nur um Argumente gegen die AfD zu erfinden. Dass der Generalbundesanwalt kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, da das Manifest nach seiner Einschätzung keine rechtsextremistischen oder rassistischen Ausführungen enthalten habe, ist ebenso für die AfD nicht nachvollziehbar. Thomas Ehr erklärt, dass er Stimmen höre, durch Geheimdienste überwacht würde, Hollywood klaut seine Ideen, die Amerikaner werden durch eine unsichtbare Macht mittels Gedankenkontrolle regiert und in den USA gibt es unterirdische Anlagen, in denen man den Satan anbetet und Kinder tötet. Und ja, er will Völker auslöschen und er möchte auch in Deutschland einen Reinigungsprozess durchführen. Das zeigt aber bereits einem Laien, dass dieser Mann geistig nicht zurechnungsfähig ist. Und ja, sicherlich ist er auch ein Rassist. Aber Rassismus ist keine Erfindung der AfD. Rassismus gab es leider schon immer als selbst bei den Grünen, wie Herr Limburg letzt zugegeben hat. Mölln, Solingen, die NSU-Morde, Herr Kurku hat es gerade eben aufgelistet, das gab es alles schon vor der AfD. Es stellt sich hier vielmehr die Frage, wie Tobias Ehr völlig unbehelligt legal im Besitz von Waffen bleiben konnte, obwohl den Behörden spätestens seit November 2019 bekannt gewesen ist, dass Tobias Ehr geistig gestört war. Warum hat man ihn seine Waffen gelassen? Laut Angaben der Behörden war er ein Jäger und Sportschütze. Wird hier vielleicht versucht, ein Behördenversagen zu vertuschen und es der AfD anzulasten? Im Angesicht von 11 toten Menschen wäre das eine Schande und Sie sollten sich schämen, solche blutigen Straftaten für Ihre billigen politischen Aktionen zu missbrauchen. Die Art und Weise, wie gegen die AfD gehetzt wird, führt dazu, dass die Emotionen so aufgeheizt werden, dass eine mögliche Gewalteskalation, die daraus resultieren könnte, in Ihrer Verantwortung liegt. Wenn die AfD und auch Teile der CDU als Krebsgeschwür, als Gesindel und als politischer Arm des Rechtsterrorismus bezeichnet werden, dann geben Sie, Mandatsträger und Mitglieder der AfD und anderer bürgerlicher Parteien, den Mobpreis. Herr Kollege, nur eine Frage der Herr Zeit, Kollege Arendt, Zwischenfragen, bis auch hier Opfer zu beklagen sein werden. Moment mal, Herr Kollege Arendt. Also so zwischendurch ist ganz schön, wenn ich Sie etwas fragen möchte, dann frage ich Sie und dann antworten Sie, machen wir es vielleicht beim nächsten Mal so. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie keine Zwischenfragen zulassen. Alles klar, Sie haben weiter das Wort. Vielen Dank. Wenn Sie die AfD für Halle oder auch für Hanau verantwortlich machen, müssten Sie nach Ihrer Logik auch die CDU für die Straftat, für den Anschlag am Breitscheidplatz verantwortlich machen und viele andere Straftaten mehr. Im Kampf gegen Terrorismus jeder Art, selbstverständlich auch gegen Terrorismus von rechts, finden Sie in der AfD einen Partner an Ihrer Seite, der Ihre entsprechenden Anträge unterstützen wird oder selber Anträge schreibt, wie wir das auch gegen Combat 18 getan haben. Die Vorschläge von Herrn Schünemann und auch von Herrn Kurku würden wir selbstverständlich auch unterstützen. Was wir hier ablehnen, ist eine Instrumentalisierung furchtbarer Verbrechen, um politische Vorteile hieraus zu ziehen und einem politischen Konkurrenten zu schaden.
Dass Sie damit auch in der Bevölkerung keinen Anklang finden, haben die Wahlen in Thüringen, aber auch die Wahlen in Hamburg deutlich gezeigt. Und ich appelliere an dieser Stelle, stellen Sie Ihre Hetzkampagnen ein und kehren Sie zum sachlichen Dialog zurück. Benehmen Sie sich endlich so, wie Sie sich selber gerne bezeichnen. Benehmen Sie sich demokratisch. Vielen Dank, meine Damen und Herren.